So, jetzt grüßen Jim, kommen wir zurück. Zu Dream. Ja, also, eins vorweg, ich habe das Gefühl, ich komme mit diesem Spiel, wir haben da so richtig schlechte Schwingungen. Dieses Spiel hat extremst schlechte Schwingungen. Ich weiß nicht, ich komme mit dem auf keinen grünen Zweig. Weil, für die eventuell, die da vorige Folge gesehen haben, die denken, Moment mal, du warst doch gerade in einem echt beschissenen Albtraum drin. Ja. War ich auch. Absolut. War ich auch. Nur dann habe ich Pause gemacht und tatsächlich wollte ich auch mal wirklich richtig Pause machen. Ich wollte einfach mal richtig Pause machen. Versteht ihr? Das bedeutet, ich habe aufgehört. Ich habe das Spiel beendet. Und eigentlich, warum hat man echt eine Jukebox daheim? Und eigentlich kann das Spiel ja speichern. Tja, wieder ein Programm, das du dir nicht bis zum Ende ansiehst, Howard. Ja, genau. Also, de facto, ich habe das Spiel jetzt wieder gestartet. Und was ist? Ich bin in meinem Bett. Ja, genau. Jetzt sind wir wieder hier. Schön. Freut mich. Irgendwie auch nicht. Ja, deswegen hilft nichts. Für einen Spaziergang ist das jetzt etwas zu spät. Zu spät. Bitte. Ja, gut, hilft nichts, ne? Also, ich komme echt, mit diesem Spiel komme ich auf keinen Grund. Das ist echt verhext kompliziert. Dem ganzen, Ich hoffe, das wird heute ein guter Traum. Der letzte war ziemlich abgedreht. Das ist echt kompliziert, weil es gibt nicht wirklich so eine 100% klare Führung. Also es ist jetzt nicht wirklich ein Open-World-Spiel, so wo man echt, na ja, wobei eigentlich auch schon, ja doch, irgendwie schon ist es ein Open-World-Spiel. Aber es ist ein Open-World-Spiel, wo man halt echt null Faden hat. Null. Und es ist halt echt kompliziert, weil ich bin eh nicht der Hellste. Außer jetzt, weil ich von dem Spiel angehellt werde. Okay. Immer derselbe Traum. Und, ja. Ja. Hey, also, das ist ja mal was Neues. Ja, ihr versteht. Also, ich tue mir echt schwer, weil ich meine, ich bin mit der, wie viel, 5., 6., 7. Folge. Und ich habe nicht wirklich einmal das Gefühl gehabt, du hast was, diese... Okay. Augmented Realities. Aber das ist ja mal in der Tat neu. Kein Mensch an der Rezeption. Typisch. Typisch, ja, typisch, 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 typisch. Wow, 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 wow. Flip. Flip the Brit. Er ist wieder fertig. Dr. Brown hat's mal wieder verlegt, ne? Zeitreisende. Okay. Er stößt ja immer schon wieder über Zeitreisen. Okay. Um uns selbst zu schützen, haben wir sein Login gesichert. Sein Passwort ist was? Veröffentliche nicht diese Information. Natürlich. Bitte merkt sich einer von euch das Passwort. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. B2TF1955. Gott. Okay. Kann ich jetzt in den PC gehen und es gleich eingeben? Das wäre praktisch. Supercaller. Alter. Wo sind wir denn hier, bitteschön? Ist ja mega witzig. Ein Pissoir. Ein Klo. Ja. Ja, einfach mal so ein Standardklo, ne? Einfach mal so ein Standardflug. Können wir bitte mit dem Aufzug fahren? Yeah! Ein kurzer Blick kann ja nicht schaden. Okay. Ich werde langsam schon wieder verrückt. Langsam, aber allmählich werde ich verrückt. Okay, gut. Aufzug! Ich will Aufzug fahren. Yeah! Wo müssen wir? Schade.
Oh. Aufzug. Wenn du träumst, in einen Aufzug zu gehen, ist das ein Anzeichen dafür, dass du ein höheres Level von Verständnis erlangst. Du machst Fortschritte mit deinen Emotionen. Okay. Hat auch was damit zu tun, dass du quasi auf dem Boden der Tatsachen bleibst. Es kann aber auch ein Anzeichen für Unglücke und Rückfälle bedeuten. Hat hier im Büro jemand den Aufstand geprobt? Ein wütender, niederer Angestellter, der mit einer aufgebrachten Meute das Management attackiert hat? Ja, vielleicht. Ach, herrje. Ach, herrje. Gott. Was ist denn das, ey? Abgefahren. Also. Oh. Oh. Chronic. Heute befassen wir uns damit, wie unser Unternehmen angesichts der neuen sozialen Entwicklungen zu verschlanken ist und mit welchen neuen Forschungsmethoden wir unsere Kunden für dumm verkaufen können. Sehr witzig. Ich mag den. Hallo? Hallo? Hey. Ich suche einen PC, der an ist. Oder ich könnte aber theoretisch einfach einen anmachen. Ah, ah. Okay. Augmented Reality. Oh, hi. Hehehehe. Hört, hört. Ich bin der Sprecher mit Moonwalking Functions. Okay. Alter, was ist das? Was wäre das für ein geiles Zockzimmer, bitteschön? Wenn sie jetzt hier einen fetten Projektor reinstellt. Mega. Mega. Ah, liebe Leute. Schau, genau das meine ich. Das ist diese Art. Weil. What? Weil ich habe einfach mal keine Ahnung, was ich jetzt. Was mache ich eigentlich gerade? Versteht ihr? Küche. Wenn du an einer Küche vorbeikommst, in deinem Traum, kann das zeigen, dass du etwas aus dem Nichts machen möchtest. Von null an. Es kann auch bedeuten, dass du eine Transformation von deinem Charakter, deiner Persönlichkeit, dass es das symbolisiert. So ähnlich wie, als wenn du eine Idee gerade entwickelst. Schön. 15 Minuten Pause, Zeit für eine Tasse Kaffee. Ja klar, 15 Minuten Pause, ey. Gibt's denn sowas? Also nicht bei mir. Musik! Musik! Aber ich glaube, hier wegen dem Spiel, dass das hier so komplex ist. Ich glaube, das also hat einfach. In dem Büro hier hätte ich nichts dagegen, 8 Stunden abzureißen. Nee, ich eigentlich auch nicht. Also, das ist ein geiles Büro. Hier will ich auch mal arbeiten. Mit einem Furzkissen. Ja, aber einem PC, der halt einfach nicht an ist, ne? Was einfach schlecht ist. Kann natürlich auch sein, dass das das Ziel von diesem Spiel ist. Weil Träume sind ein komplexer Scheiß. Also ganz ehrlich, Träume sind echt ziemlich das ist mega. Ist aber übel interessant. Also meines Erachtens nach mega interessant. Wieso sind hier so viele Röhren? Für einen Klempner dürfte das hier ein echter Albtraum sein. Ja, meine. Warum ist hier eine Kammer? Weil was ihr zum Beispiel mal machen könnt, ist, wenn ihr in einem Traum seid und... Verdammt, ich stoß mir so auf meinen Arm an meinem Tisch... Wenn ihr in einem Traum seid und ihr habt halt die Möglichkeit zu denken und hier was zu machen, ne, dann unbedingt auf die Hand gucken. Oder auf eine Uhr. Ich möchte nicht spoilern. Büro. Eine gewöhnliche Umgebung und zeigt, dass du überarbeitet bist. Oder viel zu viel
Gedanken dir über deine scheiß Arbeit machst. Ja. Mach einfach mal was aus deiner Zeit. Entspanne, damit du mal raus aus dem Scheiß kommst. Unbekanntes Büro. Okay, wenn du in einem unbekannten Büro bist, dann zeigt es, dass du dich versuchst, mit einem anderen, der dir nahe steht, wahrscheinlich in einem Büro, mit einem Kollegen, Arbeitskollegen, dich vergleichst. Du messt dich selbst an anderen Leuten vom Sternleute-Standard. Vergiss nicht, du bist deine eigene Person. Fake nichts. Mache dich selbst geil. Himmel, Arsch und Zwirn, ey. Ohne Witz. Eine Testkammer, okay. Vor allem, ey, auch die Musik, ey, die bringt mich noch irgendwann um. Hier ist es jetzt irgendwie ziemlich einsam. Ja, sowas, surprise. Aber, ey, oh, mega Besprechungsraum, leck mich. Und er hier, was ist er hier für ein Amt? Er ist der Protokoll-Spacki, ne? Der Protokoll-Spacki. Meine Güte, ey. What? Okay. Okay. Was? Hä? Oh, jetzt komm. Da kann ich doch bestimmt durchgehen. Nicht? Ernsthaft? Ach komm. Das kann jetzt ja nicht ernst sein, oder? Ach, hasse ich sowas an Spielen. Wisst ihr, und es sind halt auch nur Pappschachteln, als wenn ich diese Pappschachteln nicht umschmeißen könnte. Aber wahrscheinlich kann ich einfach hier reingehen und von der Seite das ganze Geschehen halt einfach mal nicht. Okay, gut. Alles klar. Ich bin raus. Ich bin hier raus. Okay. Der Serverraum. Wow, hier müsste bestimmt ziemlich arschkalt sein. Keine Ahnung warum, aber hier ist es irgendwie gemütlich. Oh, come on. Das kann ich dein Ernst sein, oder? Na, hier ist es meistens so kalt. Also, normalerweise sind Serverräume ziemlich kalt, weil müssen ja auch hier gekühlt werden, die Scheiße nicht. Okay. Also diese Rohre, die machen irgendwie so eine ganz bedrückende Stimmung, finde ich. Die machen eine relativ bedrückende Stimmung. Finde ich. Also ich finde es. Ich finde es, ja. Aber kann natürlich auch nur ich sein, ne? Also. Ey, ganz ehrlich. Warum ist das Schild von meinem Anfangstraum? Warum ist das hier? Howard? Nein. Edward. Edward? Das ist so verrückt. Also hier rechts, da ist irgendwas. Lager. Das Träumen von Lager. Einheiten. Okay. Kann bedeuten, dass du eher zurückhaltend bist, anstatt auf Konfrontation aus. Gegenstände in diesem Lager symbolisieren eventuell deine Vergangenheit oder Sachen, die du zurückhältst. Cluttered Storage. What? Was ist denn ein Cluttered? Gut, da ich das nicht weiß, kann ich es leider nicht sagen. Ich habe leider nie noch, weil ich habe nie was von einem Klatter gehört. Ich verstehe es nicht. Und was war jetzt da der Witz dran? Habe ich irgendwie, habe ich den Witz ver... Habe ich, war's das? Das war's? Nee, komm echt jetzt? Nee, jetzt echt? Nee, jetzt echt? Nee, jetzt echt echt? Achtung, es ist schnell! Ah! 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 Fahren wir nochmal ins
Hallo? Tatsächlich. Das ist das Grundgeschoss. Also das Erdgeschoss. Okay. Bring mich zu 3. Erinnert mich so ein bisschen an die Zelda, an die Zora, an diese Zora-Musik, ne? Zoras? Schon, oder? Ist jedem ein Begriff, hoffe ich doch. Oh, snap. Verdammt, falsche Richtung! Aber ich verstehe einfach jetzt schon mal wieder nicht, was hat mir jetzt dieser Traum gebracht? Hat er mir jetzt einfach nur wieder gezeigt? Ah, okay, ich träume von dem Scheiß, träume von dem Scheiß, träume von dem Scheiß. Ah, hier kann ich nicht aufmachen, okay. Versteht ihr? Das ist das Problem. Weil ich meine, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich machen soll. Ich weiß es nicht. Und jetzt stehe ich wieder auf und dann gehe ich wieder schlafen. Das ist alles ganz, ich komme mit diesem Spiel überhaupt nicht klar. Was? Ah, diese Art von Träume, mega. Oh mein Gott, die Art von Träumen, wo die ganzen Treppen schief und alles. Oh mein Gott, wie geil. Okay, das feiere ich jetzt so ein bisschen. Das tue ich jetzt ein bisschen feiern. Deswegen mache ich jetzt auch Pause. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es gefallen wird. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder bei Dream mit mir dabei seid. Mein Name ist Ben und sage für heute auf Wiedersehen. Tschüssi!